Die Corona-Epidemie hat in den Kalenderjahren 2020 und 2021 schon etwas über 100.000 Tote gefordert. Eine Zahl, die natürlich auch in den Begriff der Lebenserwartung, in die Berechnung der Lebenserwartung eingehen wird vom Statistischen Bundesamt. Und wir wollen heute mal anschauen, wie sich die Lebenserwartung in der Corona-Krise wirklich entwickelt hat. Wir geben dazu eine erste Prognose ab, auch für das Kalenderjahr 2021. Das Statistische Bundesamt hat für dieses Jahr 2021 noch keinen Wert errechnen können. Wir geben eine erste Prognose ab und wir werden sehen, dass dabei natürlich auch andere Todesursachen wie Krebs oder Herz-Kreislauf eine ganz immense Rolle spielen bei der Lebenserwartung. Und da stellt sich schon die Frage, ob diese Corona-Epidemie wirklich einen signifikanten Einfluss auf die Lebenserwartung hat oder eben halt auch nicht. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Wenn Sie mein Thema interessieren, drücken Sie doch bitte das Glöckchen oder abonnieren Sie meinen Kanal. Und der Anstieg der Lebenserwartung war in den letzten Jahrzehnten ja ungebremst. In jedem Jahr gab es einen neuen Rekord an Lebenserwartung seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend. Und das ist eine Kette, von der wir uns fragen müssen, ob die hier durchbrochen worden ist. Ich hatte bereits ja in einem früheren Video vom Dezember 2020 bereits eine erste Abschätzung vorgenommen, wie sich die Lebenserwartung verhalten wird oder verhalten könnte in der Corona-Krise. Damals war die Furcht vor Corona noch wesentlich stärker als heute, aber schon damals war ich relativ optimistisch. Ich habe dazu hier folgende Prognose aufgestellt, die Sie hier nochmal sehen können im Diagramm. Wir haben jetzt eine rosa Linie für Frauen, eine blaue Linie für die Männer, also die beiden Geschlechter getrennt. Und wir haben also hier eine durchgezogene Linie und eine gestrichelte Linie jeweils. Warum das? Die Lebenserwartung wird wegen dieser Schwankungen, auch durch die verschiedenen Grippewellen, immer im Dreijahresrhythmus zusammengefasst. Also alle 3 Jahre werden immer zusammengefasst. Also Sie haben eine Sterbetafel 2016, 17, 18, also 2016 bis 18. Sie haben eine Sterbetafel 2008 bis 2010 gehabt, 2002 bis 2004, was Sie nehmen wollen. Es wird also immer die letzten 3 Jahre zusammengefasst, um die Schwankungen, die jahreszeitlichen Schwankungen, die mal stärker, mal schwächer ausfallen, dort eben mal ausgleichen zu können. Und deswegen haben wir jetzt hier eine durchgezogene Linie für meine Prognose jeweils für den 3-Jahres-Verlauf der Lebenserwartung und eine kurze gestrichelte Linie, die entsprechend also hier einen stärkeren Einschnitt hat fürs Jahr 2020, was eben halt ein Kalender anbelangt. Bei dieser Projektion hier, die ich im Dezember 2020 angestellt hatte, ging ich also von einem relativ scharfen Einschnitt für 2020 aus, aber eben halt nur für 1 Jahr. Also damals habe ich eben halt gedacht, die Corona-Krise wird nur etwa 1 Jahr dauern und entsprechend dann also hier 2021 in den ersten Monaten dann schnell ausklingen. Das hat sich ja nicht bewahrheitet. Die Corona-Krise hat auch 2021 nochmal voll zugeschlagen oder relativ stark zugeschlagen. Aber wie gesagt, das ist die Frage, ob dieser Impact fürs Jahr 2020 wirklich so heftig war. Und das hängt davon natürlich ab, welche Altersgruppen auch betroffen waren. Denn je älter die Leute sind, desto weniger und an Corona sterben, desto weniger gehen sie ja in die Statistik der Lebenserwartung ein. Weil solche alten Menschen, die 90 oder 95 Jahre alt sind, nur sehr, sehr, sehr wenig Lebenszeit verlieren, sollten sie an Corona sterben. Und das ist immer die Frage, wer stirbt eigentlich in welcher Altersgruppe? Und wir haben ja nun mittlerweile die Daten sehr viel genauer vom RKI auch bekommen, dass also die Alten, die Generation 80+, wo alle die Generation aber 90+, ganz hauptsächlich von Corona betroffen ist, aber nicht eben halt die Generation 20+ oder 30+, die praktisch gar nicht an Corona stirbt und deswegen auch kaum und fast gar keine Lebenszeit verliert. Und diese Projektion aus dem Dezember 2020 hatte ich seinerzeit vorgestellt. Ich war damals relativ optimistisch schon, habe gesagt, naja, Corona ist ja wohl doch gar nicht so schlimm. Wir fallen jetzt für das Kalenderjahr 2020 auf ein Niveau zurück, das ungefähr der Lebenserwartung entspricht, ungefähr zur Jahrtausendwende. Also zum Jahr 2000 herum. Und da war immer die Frage, haben wir damals wirklich so schlecht gelebt? Und da war immer die Antwort de facto oder rhetorisch in der rhetorischen Frage drin, nein, auch im Jahr 2000 hatten wir bereits eine hohe Lebenserwartung. Es kann ja auch mit Corona nicht so schlimm sein. Und nun habe ich diese Zahlen noch einmal revidiert und die genaueren Zahlen des RKIs eingerechnet. Und das erzähle ich Ihnen jetzt hier gleich weiter. Also das Risiko an Corona zu sterben ist das altersspezifische Sterberisiko. Die altersspezifische Sterberate an Corona, die habe ich hier mal aus den Zahlen des RKIs und des Statistischen Bundesamtes dann selber berechnet. Und Sie können also hier genau erkennen, tatsächlich auch,
dass also hier das Risiko an Corona zu sterben sehr stark vom Alter abhängt. Das hängt euch auch ein bisschen vom Geschlecht ab, zwischen Männern und Frauen. Das habe ich mir in diesem Diagramm weggelassen. Ich werde nachher allerdings weiter berechnen, eben halt differenziert nach Männern und Frauen. Aber das erste erstmal nur die wichtige Erkenntnis, das Alter ist das entscheidende Faktor, der entscheidende Faktor an Corona zu sterben. Und das ist also ein ganz drastischer Impact für die Generation 80 plus, für die Generation 90 plus noch sehr viel mehr. Denn sie müssen beachten, dass der Abstand zwischen zwei waagerechten Linien hier im Diagramm dem Faktor 10 entspricht. Also haben sie also hier mit 20 Jahren ein ungefähr 1000-mal geringeres Risiko als mit 80 zu sterben. Und das ist also ein ganz signifikanter Unterschied. Und mit 90 ist er nochmal wesentlich höher als mit 80, das Risiko an Corona zu sterben. Das heißt, im Wesentlichen sterben jetzt nur die Alten an Corona. Und das ist dieser Wert, den muss man also von der normalen Entwicklung der Lebenserwartung dann auch entsprechend dann abziehen. Im nächsten Diagramm habe ich jetzt die anderen Todesursachen nochmal beigeführt, die also normalerweise, ich werde ganz normal auftreten, jedes Jahr Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten, was immer Sie nehmen wollen. Auch hier haben wir dieselbe Entwicklung, dass auch hier das Todesrisiko sehr stark vom Lebensalter abhängt. Aber Sie können erkennen, dass die anderen Todesursachen Corona bei weitem übertrumpfen. Wie gesagt, denken Sie an den 10er-Abstand zwischen den beiden waagerechten Linien, dass also in jeder Altersstufe die anderen Todesursachen Corona mindestens um den Faktor 10 in vielen Altersstufen noch deutlich mehr überragt haben, dass also hier Corona nur eine sehr geringe Sterblichkeit insgesamt an allen Todesfällen verursacht hat und deswegen eben halt entsprechend also ist auch hier wahrscheinlich schon jetzt zu erwarten, dass eben halt entsprechend der Impact von Corona auf die Lebenserwartung für 2020, 2021 dann doch sehr gering ausfallen wird. Die genaue Berechnung der Lebenserwartung wird jetzt einer sehr vielzelligen Sterbetafel erfolgen müssen mit mehreren hunderten Feldern. Die schenke ich Ihnen einmal ganz kurz. Ich präsentiere Ihnen jetzt erstmal nur die Ergebnisse. Und die Ergebnisse werden also so sein, dass wir für Corona, allein wegen der altersspezifischen Sterberaten an Corona, einen Abzug an Lebenserwartung haben für Frauen und für Männer, die also weniger als ein halbes Jahr beträgt. Die Lebenserwartung allein durch die Corona wird also um weniger als ein halbes Jahr zurückgegangen sein. Das heißt also eben halt hier für Frauen etwas mehr als Männer. Warum für Frauen etwas mehr? Weil Frauen vermehrt in diese hohen Altersstufen kommen, wegen der generell höheren Lebenserwartung. In die Altersstufen 80 plus, 90 plus haben also vermehrt Frauen drin. Und dort ist auch die große Sterblichkeit an Corona. Und deswegen sind also Frauen etwas stärker betroffen als Männer von Corona. Aber wie gesagt, letztendlich eben halt hier ein doch relativ überschaubarer Impact von Corona. Und wir müssen natürlich den ganzen gegenüberstellen, den allgemeinen Fortschrittstrend. Den kann ich jetzt noch nicht genau berechnen. Den wird das Statistische Bundesamt mit der genauen Auswertung der Sterbestatistik für 2020 und 2021 insbesondere erst noch nachreichen müssen. Für 2020 sind sie fertig, für 2021 kommt noch. Und dann erst werden wir im Sommer herum einen genauen Wert für die Lebenserwartung haben. Aber man kann ja bereits jetzt ungefähr den Trend der letzten Jahre voranschreiben. Das heißt, also ich gehe davon aus, dass auch die allgemeinen Lebensumstände an Krebs, an Herz-Kreislauf-Krankheiten, an anderen Krankheiten zu sterben, hier in den Kalenderjahren 2020 bis 2021, wo wir Corona hatten, auch weiter sich verbessert hatten. Also dass die Sterblichkeit an diesen anderen Krankheiten leicht rückläufig ist, sodass man allgemein mit einem gewissen Anstieg der Lebenserwartung rechnen könnte. Ich rechne also hier 0,12, 1,3 Jahre für Männer hinzu, 0,08 für Frauen jetzt pro Kalenderjahr. Das heißt, diese Abnahme an Lebenserwartung durch Corona steht ein allgemeiner positiver Trend bei allen anderen Krankheiten gegenüber. Was sich nun wie genau ergeben wird, vor allem bei den anderen Krankheiten, wie gesagt, kann man noch nicht genau berechnen. Aber ich habe hier bereits diese Abschätzung einmal drin. Wenn ich diese Annahmen treffe, 0,13 und 0,08 Fortschritt pro Jahr nach Männern und Frauen sortiert und ziehe jetzt diese Corona-Werte von ab und bekomme deswegen immer jetzt diese Werte hier rein, die Sie hier sehen. Und da kann man erkennen, dass wir einerseits zwar eine längere Corona-Dauer haben, nämlich über zwei Kalenderjahre jetzt sind, aber eben halt auch eine noch mal deutlich sehr viel schwächere Reduzierung der Lebenserwartung, wie wir es noch im Dezember 2020 gedacht hatten. Das heißt, die Lebenserwartung wird für Frauen nur minimal sinken. In dem faktischen Kalender ja etwas mehr, aber im Dreijahresmittel, wir rechnen immer normalerweise ja mit Dreijahresmitteln, wird die Lebenserwartung für Frauen nur ganz, ganz, ganz minimal um den Bruchteil eines Jahres nur sinken. Und für Männer wird sie nach diesen Berechnungen auch gar nicht sinken. Das heißt entsprechend also hier haben wir für Männer trotz der Corona-Krise, selbst in den Corona-Jahren 2020 und 2021, eine weiterhin
steigende Lebenserwartung. Natürlich schwächer steigend als in Jahren zuvor wegen Corona, das wollen wir jetzt nicht schönreden, aber eine steigende Lebenserwartung für Männer. Für Frauen sieht es etwas anders aus, wie gesagt, sie sind etwas stärker von Corona betroffen und der allgemeine Fortschrittstrend bei Frauen ist nicht ganz so stark wie bei Männern. Deswegen rechnen wir hier für die Periode 2019 bis 2021 mit einem leichten Rückgang der Lebenserwartung, die aber nur sehr gering ausfallen wird und dann in den nächsten Jahren sich dann auch sofort wieder in Luft auflösen wird. Das also hier haben wir Lebensverhältnisse für die beiden Geschlechter drin, die eigentlich eben halt keineswegs noch nicht einmal auf das Niveau zurückfallen, auf das Jahr des Millenniums, das hatte ich ja 2020 im Dezember meiner ersten Prognose vorhergesagt. Wir werden von der Lebenserwartung auf das Niveau des Millenniums zurückfallen, wo wir ja auch schon sehr gut gelebt haben. Aber nun werde ich die Prognose nochmal massiv verschärfen. Wir werden von der Sterblichkeit für die Frauen, von der Lebenserwartung für die Frauen auf ein Niveau zurückfallen zur Mitte der 2010er Jahre. Und für Männer werden wir überhaupt gar keinen Einbruch sehen. Das heißt also, hier ist die Corona-Epidemie wahrscheinlich deutlich massivst überschätzt worden in ihrer Bedeutung von den Medien und auch von der Wissenschaft. Das ist eine ganz fundamentale Berechnung und ich bin sicher, das Statistische Bundesamt wird vielleicht von dieser Prognose, die ich hier habe, ein Zehnteljahr plus minus abweichen, aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Und deswegen werden wir auch hier da eben auch einen Anstieg der Lebenserwartung für Männer weiterhin sehen und hier eine nur minimale Reduzierung für Frauen. Ich überlasse Ihre Eigenbewertung, ob dieser Rückgang der Lebenserwartung, dieser minimale Rückgang der Lebenserwartung bei den Frauen und dieser Nicht-Rückgang der Lebenserwartung bei den Männern, ob der wirklich diese zweijährige wiederholte Einschränkung der Grundrechte in Deutschland gerechtfertigt hat. Wie gesagt, das müssen Sie jetzt selber entscheiden für sich. Ich kann hier nur rechnen und ich will hier nicht bewerten, aber Sie können schon an meiner Fragestellung erkennen, dass ich selber eine bestimmte persönliche Antwort auf diese Frage auch habe. Und deswegen, wie gesagt, also hier diese Frage dann, beantworten Sie bitte selber. Was bedeutet aber nun dieser Rückgang der Lebenserwartung? Das ist mal ein sehr abstrakter Begriff, wenn die Lebenserwartung zurückgeht, beziehungsweise wenn sie auch nur minimal steigt. Lebenserwartung ist ja immer die Summe aus verschiedenen, oder die Berechnung aus verschiedenen Alterskohorten gleichzeitig. Das heißt, wenn wir einen Zeitraum 2018, 2020 oder 2022 bis 2024 die Lebenserwartung berechnen, nehmen wir sie jetzt 80-Jährigen, jetzt 60-Jährigen, jetzt 20-Jährigen, jetzt 10-Jährigen hinein. Und wenn wir also gehört haben, für Frauen geht die Lebenserwartung minimal immerhin zurück, bedeutet das aber für die überlebenden Frauen gar nichts. Denn wie gesagt, wenn sie jetzt heute 10, 20 oder 60 Jahre alt sind und Corona jetzt nach 2 Jahren oder hoffentlich nach 2 Jahren durchstanden haben, dann, wie gesagt, ist natürlich das Leben wieder, beginnt das Spiel dann wieder von vorne und sie können wieder gewissermaßen ihr Leben ganz normal führen und auch die Sterblichkeit, die sie ausgesetzt werden in den nächsten Jahrzehnten, die wird auch tendenziell pro Alter immer geringer wegen des Fortschritts an Hygiene, des Fortschritts an Medizin und so weiter und so fort und dem gesünderen Lebensstil, sodass sie insgesamt sich also hier in einer sehr positiven Entwicklung rausgehen können in die Zukunft, nämlich mit dem Gefühl, dass sie eben jemand ein längeres Leben blüht, trotz Corona, wenn sie eben halt jetzt die Corona erstmal überstanden haben, in diesen beiden Kalenderjahren 2020 und 2021. Mit 2022, wie gesagt, man muss abwarten, was kommen wird. Tendenziell ist es doch eher so, dass sie mit einer Omikron-Welle, dass auch wahrscheinlich künftig Varianten wohl noch auftreten werden. Aber tendenziell werden hoffentlich und auch wahrscheinlich diese Varianten doch sehr viel milder verlaufen als die ersten Varianten, die zwar über 100.000 Tote gebracht haben, aber wie gesagt, insgesamt doch eben halt eine doch überschaubare Zahl, weil vor allen Dingen sehr Alten betroffen waren, die nur sehr wenig Lebenserwartung verloren hatten. Und deswegen also eben halt hier mein Abschiedsgruß nochmal für Sie alle. Die positive Perspektive nach 2 Jahren Corona, auch nach 2 Jahren Grundrechtseinschränkung, leben Sie lang. Sie haben jetzt wieder, spätestens jetzt, ein verlängertes Leben vor sich. Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf. Erwachen Sie aus der Lethargie der letzten 2 Jahre. Bauen Sie etwas wieder auf. Und bauen Sie etwas neuer auf, besser, schöner, neuartiger, als es jemals war. Bis dahin alles Gute.